Hallo, ihr, grüßt euch, guten Morgen. Heute bei leicht bedecktem Himmel. Sonne kommt raus und ich hoffe, das Wetter bleibt so. Ihr seht schon an den Klamotten, es wird nicht gewandert heute. Es passiert was anderes. Wo bin ich hier? Ich bin hier in Schönhagen. Schönhagen Flugplatz. Was macht man am Flugplatz? Fliegen. Da hinten mit der kleinen Aquila und gemeinsam mit dem Markus, das ist der Pilot, ich kann das nämlich nicht, werden wir hier mal schauen, ob die geplante Strecke funktioniert. Wir wollen runter nach Eisenach, eine längere Strecke, werden schön was besichtigen, hoffen, dass ich schöne Film- und Videoaufnahmen, Fotos machen kann. Wir werden noch ein paar andere Twitterer dort treffen und jo, lasst euch überraschen, kommt mit. Was ich jetzt zeige, sind noch ein paar Flugvorbereitungen, denn das geht auch mit kleinen Maschinen ähnlich wie mit den großen. Alles muss gecheckt werden. Unterwegs klappt es natürlich nicht so mit dem Ton. Das heißt, die Teile werde ich nachvertonen, also aus dem Studio berichten. Freut euch. Ja, klein, aber fein. Hier drinnen wird man dann sitzen. Meine Fotoausrüstung liegt da schon drin, neben weiteren Videoteilen. Und naja, irgendwann kann der Markus vielleicht noch was erklären dazu, aber er musste erstmal zum Vorflugcheck. Nächste Checkliste. Zuerst fahren wir der Innenkontrolle an und schauen uns mal ein paar interessante Sachen ein. So, die Warnleuchten sind da, das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal, ja, tanken müssen wir heute mal. Gut, dann geht's mal weiter mit dem Fahrwerk. Da sah schon letztes Mal so aus, ob da etwas wenig Luft hat. Da sieht's gut aus. Verkleidung in Ordnung. Kopfschutzmarke in Ordnung. Bremsen gut. So, unterm Rumpf keine Spur. Das ist auch sehr schön. Hier ist alles schick. Aha. Na ja. Mal auf krass. So. Und zwar, dies nennt sich Tankentlüften. Ich will einfach nur wissen, da Wasser im Tank, aber alles Sprit. Wasser würde sich unten am Boden absetzen. Sieht man im Fall, dass was ist, sehr deutlich. Aber heute alle schick. So, und jetzt kommt die große Besonderheit an dem Flugzeug. Da, um den Ölstand zu checken, muss ich erstmal den Propeller ein paar Mal durchdrehen. Ich bin gerade sehr froh, dass es hier noch von den anderen Maschinen noch kein Motor läuft. So, weil ich muss nicht auf ein Geräusch achten. Und wenn das zu lange wieder so ruhig ist, werden wir das auch sehr gut hören, denke ich mal. Und erst dann sehen wir, was das Öl macht. Na, guck mal. Da gluckert's. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, haben wir zwei Drittel drin. Dann gucken wir uns mal die Lufteinlässe an. Nichts verdreckt, keine Insekten. Scheinwerfer ist voll. So soll das sein. Thank you.
mitten in Burg. Thank you.
3 Schluck nachtanken, damit wir wieder zurückkommen. So ein traumhafter Flug bei ordentlichem Flugwetter, nicht ganz perfekt, ihr habt es gesehen. Und der Markus hat hier eine super butterweiche Landung hingelegt. Wir sind jetzt hier in Eisenach und ja, warten auf die Kollegen, die schon unterwegs sind hierher. Was? Wir schauen uns mal hier das Restaurant an. Genau. Und genießen die Aussicht und ja, schauen wir mal. Bockwurst. Bis später. Verkehrslandeplatz Eisenach. Wir sind auf Parkplatz 1. Und das hier sind, ihr könnt es am Zaun erkennen, die Zaungäste. Jo, hübscher Platz hier. Wo kommt der her? Aus Schönhagen. Achso, ja, aus Schönhagen. Ist klar. So, haben wir hier auch den Blickball aus einem Tower. Wir sind noch auf 2 Flieger, die aus Herzogenaurach kommen. Jetzt sind mal so eine Stunde, wenn sie brauchen, wo gerade erst gestartet. Da brauchen sie noch ein bisschen. So, der erste Bekannte ist im Landeanflug. Ich hoffe, mit der Ausschnittvergrößerung kann ich das so sauber darstellen, dass man sieht. Setzt es gleich auf. So, das ist der Stefan im Anflug. Aber das wird man wahrscheinlich nicht sauber sehen, wenn ich das Ausschnitt vergrößere. Ja, jetzt sitzt er auf. Und der Markus macht auch hier wieder gründlich den Check vorm Start.
Hallo, die Einstellung kennt ihr jetzt auch wieder ohne laute Geräusche. Wir sind, habt ihr gesehen, Schönhagen gelandet. Der Markus ist hier beim Nachflugcheck, Flugzeug sicher machen. Steht jetzt noch vor der Halle, wird irgendwann heute Abend reingeschoben. Also, das war ein saugeiler Flug. Hat Spaß gemacht, die beiden Twitter-Kollegen zu treffen. Wir werden jetzt in ein paar Minuten noch rübergehen ins Flughafen, Restaurant, Abi Habi. Und dann werde ich noch ein bisschen was berichten. Also, super Zeug, 2 Stunden Hinflug, 2 Stunden Rückflug, war sehr angenehm. Mussten einer Regenfront noch ausweichen. Aber viel erlebt, viel gesehen. Und jo, werde gleich noch ein paar Aufnahmen vielleicht vom Restaurant machen, wenn ich es kann. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, folgt meinem Kanal und ihr werdet in den Playlists bestimmt was finden, was euch auch noch gefällt. Wanderungen, Fernreisen, Kreuzfahrten und so weiter. Das war heute mal was anderes, ein Flugreport. Tschüss, bis denne. Ja, hallo ihr. Jetzt kommt hier natürlich das Wichtigste an einem Flug, nämlich die kritische Nachbesprechung. Die führen wir hier im Restaurant Cockpit am Flughafen in Schönhagen. Und ja, lass uns das Ganze noch mal durch den Kopf gehen. Das Ganze nennt sich Landebier. Also, noch mal danke, Markus, für den wirklich fantastischen, tollen Flug. Wir essen jetzt noch eine Katze. Ja, und damit ist das Video für heute auch beendet. Morgen habe ich 55 Kilometer unter den Füßen. Aber das Video seht ihr, bevor ihr das seht. Also, wenn ihr das gesehen habt, dann bin ich schon totgelaufen. Bis dann.